Köszönöm. Albrecht képviselő úr következik, 2 percben. Albrecht képviselő úr, parancsoljon. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kollegen. Vielleicht bin ich derjenige, der so ein bisschen Wasser in den Wein gießt, in Anknüpfung an das, was eben gesagt wurde. Wir reden über den digitalen Binnenmarkt, aber haben tun wir ihn noch lange nicht. Wir arbeiten daran und wir müssen daran arbeiten, aber es gibt Schwierigkeiten. Denn ich sehe schon, dass gerade in den Bereichen Datenschutz zum Beispiel oder auch Netzneutralität die Situation doch heute ist, dass im Grunde genommen Unternehmen, die von außen auf den europäischen Markt kommen, sich aussuchen können, welche der 28 Rechtsordnungen sie befolgen wollen und damit einen massiven Vorteil gegenüber den Unternehmen haben, die schon in einer dieser 28 Rechtsordnungen sind und in die anderen 28 Länder auch noch ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen wollen. Das ist ein Problem für die Unternehmen in Europa und es macht es zum massiven Wettbewerbsnachteil gegenüber denjenigen, insbesondere zum Beispiel aus dem Silicon Valley, die auf diesen Markt relativ unreguliert draufkommen. Daraus allerdings die Schlussfolgerung zu ziehen, wir müssen dem Modell des Silicon Valley folgen und die Regeln einfach abschaffen oder absenken, das glaube ich, ist der falsche Weg. Denn wir sind schon dabei, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, der Verbraucherinnen und Verbraucher in unserem Markt zu verlieren. Denn auch für uns Verbraucher gilt, in 90% der Fälle meiner Daten, wo sie verarbeitet werden, gilt das europäische Datenschutzrecht schon gar nicht mehr. Ich kann gar nicht darauf vertrauen, dass meine Daten richtig verarbeitet werden. In vielen Fällen ist heute, wenn es um die IT-Sicherheit geht, um die Cybersicherheit, bei den Unternehmen Tür und Tor offen. Da kann jeder reingehen. Das ist so einfach, in die sensibelsten Systeme reinzukommen. Wir haben im Grunde genommen keine Standards da. Da müssen wir rangehen und das heißt eben auch unbequeme Anforderungen zu stellen, auch mal zu sagen, dass ein solcher Standard dann eben für alle gilt, dass der nicht abgesenkt werden kann, sondern wir brauchen einen hohen Standard, an den die Leute vertrauen können beim Datenschutz, bei der Netzneutralität und bei der IT-Sicherheit und all den Fragen, die sie diskutieren und diesen Mut müssen wir haben, auch gegenüber den Mitgliedstaaten. Vielen Dank. Mr. Alvarez, you have a blue card. Do you accept it? Yes. Please. The floor. Vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Sie. Sie sagten, da kommen jetzt Firmen aus dem Ausland.